Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zum bereits angekündigten Drohnenpräsentationsvideo. Und zwar möchte ich hier mal so einen groben Überblick über meine Hauptdrohne geben, und zwar die DJI Mavic Air, beziehungsweise jetzt neu dazugekommen Mavic Air 2. Und ganz vorweg möchte ich vor einem Produkt warnen, worauf ich reingefallen bin, und zwar die X-Drone oder X-Drohne, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Die würde ich jetzt auch zum ersten Mal ausprobieren und schauen, was sie wirklich kann und euch erklären, was es mit diesem Betrugsfall hier auf sich hat. Das Produkt, vor dem ich hier warnen möchte, ist die X-Drone von, ich kenne den Hersteller noch nicht mal, es ist eine chinesische Billigproduktion, und ich wurde auf dieses Produkt aufmerksam über ein Werbevideo auf YouTube, in dem ein angeblich ehemaliger Mitarbeiter von DJI nicht mit der Firmenpolitik zufrieden war und hat behauptet, dass DJI seinen Kunden viel zu viel Geld für die zwar erstklassigen Produkte abnimmt, aber trotzdem viel zu viel, und der Vorstand sei nicht gewillt gewesen, die Preise zu senken, und das hat diesem Mitarbeiter wohl nicht gefallen, weswegen er sich aus dem Unternehmen ausgekoppelt hat und mit dem Wissen quasi über diese Elektronik und Technik ein eigenes Unternehmen gegründet hat, mit dem er dann für ganz kleines Geld Drohnen produziert, die das können, was DJI kann. Hier mal im Vergleich, das ist die DJI Mavic Air 1 in Klammern, und das ist eben die X-Drone, und in diesem Werbevideo wurden eben ganz klar auch falsche Bilder gezeigt. Es wurden DJI-Produkte eingeblendet, es wurden DJI-Steuerungen eingeblendet, und das war ganz klar eine Täuschung. Und diese Drohne für 100 Euro bzw. 130 mit einem fragwürdigen Upgrade ist auf jeden Fall das Geld absolut nicht wert. Ich habe das nach Hause geschickt bekommen, und als ich hier diese durchaus tolle Verpackung aufmachte, stieg mir schon ein richtig stechender Geruch in die Nase. Da sind ganz fiese Chemikalien verarbeitet. Ich habe das erstmal wirklich eine Woche offen auf dem Balkon liegen lassen, und dann ging es halbwegs. Der Geruch ist immer noch nicht ganz verschwunden, aber zumindest bekomme ich jetzt keine Kopfschmerzen mehr davon. Und ja, auch wenn man das schon hier in die Hand nimmt, das ist alles billig, Plastik, das ist nichts wirklich Tolles. Diese Drohne hat keinen Gimbal, sondern nur eine Kamera, die man zwar hier verstellen kann im Winkel, aber von einem Gimbal, wie im Video angepriesen, ist da keine Rede. Also ganz klar Betrug. Deswegen von mir an dieser Stelle, Leute, wenn ihr ein solches Werbevideo seht, es gibt auch vergleichbare Versionen mittlerweile, in dem beispielsweise ein 16-jähriger Junge hyperintelligent wohl die Mega-Drohne entwickelt hat für kleines Geld. Ganz tolle Geschichten, fallt da nicht drauf rein. Eine gute Drohne wie die DJI Mavic Air, die kostet mehrere hundert Euro. Hier im Combo-Pack von DJI kostet die, glaube ich, 1059, und damit bekommt ihr auch ein wirklich erstklassiges Produkt. Für 100 Euro, also diese Drohne ist meiner Ansicht nach maximal 30 Euro wert. Dafür werden wir gleich testen, wahrscheinlich ein sehr gutes Spielzeug bekommen, aber keine brauchbare Drohne, mit der man erstklassige cineastische Aufnahmen machen kann. So, und die Drohne habe ich jetzt schon seit 4 Wochen zu Hause rumfliegen, und heute werde ich sie das erste Mal testen. So, das geht nämlich schon los hier hinten. Also wenn man schon sieht, dass eine Drohne hinten ein Kabel rausgucken hat, was die Antenne sein soll, dann weiß man schon, das ist ein Spielzeug und kein Hightech-Produkt. So, da hinten steckt der Akku drin. Den lädt man über einen USB-Port, über Mini-USB, und das hat soweit ganz gut funktioniert. Ich hatte auch zu Hause eben schon mal die entsprechende App auf dem Handy installiert. So, schalten wir mal ein, okay. Und ja, dazu gibt es halt diese Fernsteuerung und auch ein Zeichen, Leute, wenn schon in eine Fernsteuerung über so eine Plastikklappe Batterien reingelegt werden, das kann kein hochwertiges Produkt sein. Das ist alles so Zeichen dafür. Hier diese Antennen, Leute, das sehe ich jetzt erst, das sind keine Antennen, das ist einfach nur Plastik, da ist überhaupt gar kein Sender drin, das ist einfach nur Show. Das ist billigstes Plastik, was man aufklappt und toll aussieht, hat aber keine Funktion. Ja, dazu zieht man dann hier unten mit ein bisschen Geschick und manchmal auch Schmerz diese Klammer hier unten raus. Jetzt hoffe ich, dass die Handy an ist, genau. So, da klemmt man sein Smartphone, ja, wir lassen es erstmal so da rein. Ja, jetzt schalten wir mal hier die Drohne ein. Das passiert genauso wie bei DJI mit diesem typischen Doppelklick. Und dann ist die hier am Blinken, man schaltet die Fernsteuerung ein. Und dieses plastische Piepen schon, Leute, das ist alles nichts. So, starten wir mal hier die App, die habe ich eben installiert.
Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Verbindung. Also hier sehen wir erstmal die Steuerung in Großaufnahme. Und zwar ist es so, dass die Fernsteuerung und die Handy quasi unabhängig voneinander arbeiten. Auch ein Zeichen von minderer Qualität. Denn es ist so, dass die Fernsteuerung zwar die Drohne steuert, aber die Drohne zusätzlich über das Wi-Fi vom Handy die Bilder sendet. Und wenn das Wi-Fi mal schlecht ist, dann stockt auch der Bildstream. So, ich würde es hier einfach mal auf Aufnahme drücken. So, Aufnahme läuft. Fernsteuerung schalten wir ein und ja, jetzt müssten wir, glaube ich, einmal hoch, einmal runter, dann startet die Drohne auch schon und jetzt heben wir einfach mal ab. So, also wie ihr seht, die Drohne fliegt auf jeden Fall und sie fliegt erstaunlich still, macht mir nicht den Anschein, als ob sie sehr windstabil wäre. Also, ne, ihr seht schon auch das Bild selber, völlig verwackelt, kein Gimbal. Ich fliege jetzt mal so hoch, wie es geht. Also das sind jetzt schon gut 20 Meter. Da oben wird der Wind auch stärker, die wird direkt abgetrieben. Ich steige weiter. Und jetzt kommt die nicht zurück. Die geht zwar in Steigflug. Ja, Leute, diese Drohne verabschiedet sich gerade. Lässt sich nicht mehr steuern. Das war's. Auf Nimmerwiedersehen. Da hinten, da sehen wir jetzt noch über den Stream, da sind schon Blätter und Bäume. Ja, da hinten höre ich das Flattern in den Bäumen. Ja, Leute, so kann das gehen. Ne? Der Stream läuft weiter. Ich hatte keine Kontrolle mehr über die Drohne, die ist einfach immer weiter abgetrieben. Ja, das ist eben auch der Grund, warum es diese harten Gesetze gibt, weil Leute mit so einem Dreck, wirklich mit so einem Scheißdreck durch die Gegend fliegen. Ich bin jetzt glücklicherweise nur in den Bäumen gelandet, aber manch ein Idiot landet mit sowas über dem Flughafen und stürzt ab. Also deswegen da nochmal von mir ganz klar die Empfehlung und der Hinweis, fallt nicht auf diesen Dreck rein. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Ich hoffe jetzt, dass dieser Stream hier auch aufgezeichnet wurde und ich euch das zeigen kann. Leute, und somit weg mit dem Driss hier. Ne? Zack, fliegt in tausend Teile der Scheiß. Und so testen wir jetzt mal eine richtige Drohne, nämlich die DJI Mavic Air 2. Also dann schauen wir uns erstmal die Fernsteuerung der Mavic Air 2 an. Die ist auf jeden Fall um einiges größer als die von der Mavic Air. Die werde ich gleich auch noch mal kurz vorstellen. Und zwar nimmt man dann hier diese Steuerknüppel raus. Das ist sehr gut gemacht. Also da merkt man schon, das ist richtig Qualität. Das fühlt sich stabil an. Der Karton hat nicht gestunken, als man den aufgemacht hat. Das hat fast gerochen wie so ein neues Auto. Also wirklich toll verarbeitet alles. So, als nächstes zieht man dann hier oben diesen Schlitten oder Haltespange raus. Hier im hinteren Bereich befindet sich dann das entsprechende Kabel zum Anschließen. Ich muss mal schauen, ich glaube, das hier muss die eine Seite muss man rausnehmen. Genau, das ist nur zum Halten. Nimmt man das Kabel hier raus, so, und zückt aus der Hosentasche das Flughandy. Da an dieser Stelle von mir auch der Hinweis, ich mache es so, bisher immer so gemacht, dass ich das Handy einmal, also die Drohne soweit parat mache, mit Firmware-Update, dies, das, dann hier die neueste Flugsoftware drauf und dann das Handy nie wieder mit dem Internet verbinde, weil es kann nicht wirklich passieren, dass ihr unterwegs steht in der Wüste wegen mir und auf einmal wird ein Zwangsupdate gefordert und ihr habt kein Internet oder sowas. Deswegen einmal fertig machen und wenn das Ding fliegt, braucht es kein Update mehr. Meine Meinung. So, was hier aber auch schon sehr schön gemacht ist, man hatte wirklich mitgedacht, und zwar die Stelle, wo das Smartphone hier aufliegt, auf diesen Gummis, da ist eine richtige Einkerbung drin. Das heißt, wenn ihr das Smartphone reinklemmt, lauft ihr nicht Gefahr, dass da irgendwelche Knöpfe von lauter leiser oder gar die Display-Sperre betätigt wird. Das ist richtig durchdacht und das sind so Kleinigkeiten, das ist einfach toll, dass sich Leute da Gedanken machen, um ein vernünftiges Produkt herzustellen. Beim S8 ist es das Problem, dass hier oben die Display-Sperre ist, deswegen ist das Ganze ein bisschen zur Seite verschoben, damit man die noch betätigen kann. Stört mich jetzt nicht weiter. Also würde ich sagen, Handy ist ja schon an. Schalten wir mal die Steuerung ein mit dem typischen Tipp-Tipp. Und ja, hier ist jetzt die Sache. Das ist noch die Software von eben, von der Superdrohne. Also, ich dachte, man könnte die auch über die DJI Go 4 App fliegen, aber wir fliegen die über die DJI Fly App.
Und ja, jetzt müssen wir als nächstes mal die Drohne einschalten. Und da war ich zunächst auch ein bisschen irritiert, denn ich habe diese Lämpchen vermisst auf dem Akku, aber die sind bei DJI in dem Akku, in den Druckknopf eingearbeitet. Das erschwert es ein bisschen zu sehen, wann der Akku aktiv ist. Also es ist ja auch drücken, nochmal drücken und halten. Und wenn dann alle vier leuchten, dann ist die Drohne aktiv. Jetzt sehen wir das. Und ich fliege sie jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Müssen wir hier nochmal schauen. Das müsste sich eigentlich verbinden. Ich will irgendwie beides draufkriegen. Hier so. SD-Karte erkannt. Ja, selbstverständlich. Wir zeichnen auf SD auf. So, ich drücke jetzt schon mal direkt Aufnahme. Läuft. Okay. Ja, und jetzt würde ich einfach mal manuell starten, indem ich die beiden Hebel nach innen und unten drücke. Und wir sehen, sie startet schon. Dann heben wir mal ab. Leute, einfach fantastisch. So muss sich das anfühlen. Die ist butterweich abgehoben. Und ihr seht, ich benutze die Steuerung überhaupt nicht. Und die schwebt da sanft vor sich hin, ist GPS gestützt und hat zusätzlich noch optische Positionierungssysteme drin. Das heißt, die hat nach vorne, hinten und unten jeweils zwei eigene Kameras, die nur der Positionierung dienen, falls das GPS mal ausfällt. Ja, und hier sehen wir schon den Stream. Das würde ich sagen, heben wir einfach mal ab. Also ich bin jetzt im Normalmodus. Wow, Leute, was für ein Geräusch. Herrlich. Richtig sauber klingt die. Richtig edel. Und wir sind hier ruckzuck auf entsprechender Höhe. Wir bekommen auch hier die Höhe angezeigt. 40 Meter sind wir jetzt hoch. Ich komme gerade mal zurück und hoffe, dass ich euch jetzt hier den Bildschirm auch zeigen kann. Ja, da unten haben wir dann eben Höhenangabe und die Distanz vom Startort. Das ist ein Meter, weil ich mich halt bewegt habe. Und ja, Leute, so macht das Fliegen wirklich Spaß. Und ich kann die Fernsteuerung jetzt auch einfach aus der Hand legen. Und ich schalte jetzt die Fernsteuerung einfach mal aus. Zack. So, mal gucken, was die Drohne macht. Ne? Funksignal ist abgebrochen. Jetzt schauen wir mal, was da oben passiert. Ja, ich glaube, sie geht langsam in den Sinkflug über. Kommt tatsächlich von alleine runter. Wird jetzt wahrscheinlich versuchen, auf meiner Fernsteuerung zu landen. Mal gucken, was passiert. Das ist natürlich jetzt auch wirklich extrem Praxistest. Ne? Also es macht die Drohne gerade alles alleine, was ihr hier seht. Ne, Funksignal ist wie gesagt abgebrochen, Fernsteuerung ist ausgeschaltet. Gut, jetzt mäht sie gerade ein bisschen den Rasen, aber ihr seht, die Drohne hat von alleine, ist in den Sinkflug übergegangen. Dazu kann man dann auch einstellen, wie hoch sie bei Signalabbruch eben steigen bzw. sinken soll. Das lag jetzt hier bei 30 Metern, aber ich war ja gerade mal auf 40 und dann ging sie direkt in den Sinkflug über. Also ihr seht, bei Signalabbruch passiert mit so einer hochwertigen Drohne gar nichts. Und das ist extrem wichtig, wie wir eben an diesem wirklich schönen Beispiel gesehen haben. Ich bin wirklich froh, dass das passiert ist gerade. Das war nicht geplant. Die hat sich da hinten in den Bäumen verabschiedet. Und so sieht er halt, wie eine vernünftige Drohne arbeitet. Aber dafür muss man dann eben auch schon mal 1000 Euro auspacken. Leute, dafür bekommt ihr aber auch ein erstklassiges Hightech-Produkt. Ach, die überträgt den Stream immer noch. Okay, den müssen wir jetzt stoppen. Also ihr seht auch, die Aufzeichnung läuft weiter. Ich habe die Fernsteuerung ausgemacht. Das ist halt auch eine Sache. Das Video wird in der Drohne auf einer SD-Karte aufgezeichnet. Ihr bekommt zur Fernsteuerung nur einen qualitativ minderwertigeren Stream geschickt. Der wird zwar auch im Handy zwischengespeichert, könnt ihr auch später benutzen, um es per WhatsApp oder so zu verschicken. Das halt einfach viel weniger Bitrate und Auflösung. Reicht aber aus, um eben auf dem Handybildschirm alles klar zu erkennen. Aber die richtige Auflösung in bis zu 4K mit, ich muss mal gucken, wie viele Frames. Die kann jetzt hier, wenn wir gerade mal schauen, 4K kriegen wir mit 60 Frames hin. Und das ist ja auch die Frage, wofür braucht ihr eine solche Drohne? Ne? Es gibt auch Funktionen hier wie dieses, dafür müssen wir sie starten. Hey, super! So, und die steht ja jetzt noch im Normalmodus. Gehen wir mal auf Sport drüber, dann wird die direkt viel giftiger fliegen. Zack, und weg ist sie.
So, wichtig ist natürlich im Sportmodus, hat die diese meisten Sensoren außer Betrieb. Das bedeutet, sie wird Hindernissen nicht ausweichen, weswegen es für Anfänger eigentlich am idealsten ist, im Normalmodus zu fliegen. Da fliegt sie mit geringerter Geschwindigkeit und eben die Sensoren sind aktiv. So, jetzt wollte ich aber mal gucken, was die hier für diese neue Funktion hat. Deswegen gehen wir gerade mal wieder runter. Leute, was für ein schönes Teil. Akkulaufzeit wird auch eingeblendet. Steht jetzt gerade hier mit 21 Minuten noch angegeben. Wahnsinn. Ein bisschen zurück. Also ich benötige so eine Drohne eben, um auf meinen Wanderungen schöne cineastische Aufnahmen hinzukriegen. Und dieses Gerät verspricht da auf jeden Fall einen wirklichen Gewinn für meine Videos, auch wenn die Mavic Air 1 schon nicht schlecht war. So, schauen wir mal, was die hier für Sonderfunktionen noch hat, nämlich diese Quick-Shot-Funktionen. Die kann man hier anwählen. Ja, nehmen wir mal Helix. So, jetzt werde ich hier gerade umkreist von der Drohne. Das macht die jetzt auch vollautomatisch. Ne? Ich kann die aus der Hand legen und die fliegt ihre Sequenz hier ab. Leute, einfach fantastisch. Ne? Das sind Sachen, die ich eigentlich lieber gerne manuell fliege, um irgendwie etwas einzufangen. Aber das kann man natürlich auch so. Und die erhöht dabei auch ihre Distanz, sehe ich gerade. Wahnsinn. Also ihr seht diese Aufnahmen einfach butterweich, wunderschön. Nichts ist verwackelt. Und ja, jetzt kommt das Gerät sogar automatisch zurück. Leute, Autopilot, klasse. Ich drücke mal hier auf Aufnahme, schalte auf Sport um. Und jetzt gucken wir mal hier, wie die wegfliegt hier. Oh Leute, ist das geil. Und das steigen wir mal. Was mich gerade auch nur ein bisschen stört, man kann hier an der Fernsteuerung keine Signalbooster anstecken, wie bei der Mavic Air 1. Ich weiß halt nicht, wie gut die Fernsteuerung wirklich ist. Aber ihr seht, ruckzuck ist man da bei über 400 Metern Distanz. So, und bitte an dieser Stelle auch, wenn ihr eine solche Drohne fliegen wollt oder Drohnen im Allgemeinen fliegen wollt, erkundigt euch über die örtlichen Bestimmungen, Bedingungen, was ihr beachten müsst, um ein solches Gerät betreiben zu dürfen. Ich übernehme hier keine Haftung und genau, das muss auf jeden Fall gesagt werden. Jetzt fliegen wir zurück. Da kommt sie angesaust. Ah, ist das geil. So ein tolles Gerät. Also sie ist natürlich um einiges schwerer als die Mavic Air und auch etwas größer, was natürlich dem Platzbedarf in meinem Rucksack nicht sonderlich zuträglich ist. Ja, das Bremsverhalten auch einmalig. Ne? Und dadurch, dass sie etwas größer eben ist, hat sie natürlich auch ein viel stabileres Flugverhalten. Ne? Deswegen kann sie Böen besser ausweichen. Ja, hier bin ich nochmal genau. Bild synchronisieren. Ja, das versuchen wir mal hier so ein bisschen im Normalmodus, so ein bisschen cineastisch zu fliegen, gucken, wie die sich steuern lässt. Das mache ich jetzt manuell, was hier gerade passiert. Ja, auch schon sehr sanft und sauber. Ist natürlich eine neue Fernsteuerung, muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber auch die arbeitet sehr feinfühlig, merke ich hier gerade. Jetzt fliege ich so ein Spiralmanöver nach oben. Hätte ich jetzt den Mittelfinger noch frei, könnte ich das Gimbal noch aufrichten. Ne, also wenn man es schafft, das braucht wirklich so ein bisschen Übung, bis man das raus hat, möglichst viele Achsen gleichzeitig zu betätigen und dabei dann, also diesen Spiraleffekt finde ich sehr schön, ne, aufsteigen nach oben. Zum Beispiel, wenn man so eine Burg an der Mosel filmt, ja, da ist dieser Spiraleffekt ideal und das gibt halt richtig geile Aufnahmen und dann kann man eben auch so richtig schön sehen, wie so eine Burg in der Landschaft da sich einfügt. Ne? Indem man dann den Hintergrund, der fliegt dann quasi so schnell vorbei. Also wunderbar. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder runter. Und wir haben immer noch 15 Minuten Flugzeit mit einem Akku. Einfach toll. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass ich hier auf der Hand landen kann. Ja, komm mal ran hier. Ja. Ich gerade einen richtigen Sturm hier ab. So. Zack. Und schon habe ich die Süße auf meiner Hand gelandet. War ich jetzt ein bisschen ängstlich, weil ich nicht weiß, ob sie dafür konzipiert ist. Aber ihr seht, hat wunderbar geklappt. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ich komme noch ein bisschen näher ran mit der Drohne. Die
hat auf jeden Fall hier diese Propeller, die eben sich einklappen. Und im Flug, ich weiß nicht, ob die sich wirklich strecken oder durch die Reibung mit der Luft so anlegen und dann verkürzt fliegen, bin ich jetzt nicht sicher, aber ich habe sie so gelandet. Sie werden wahrscheinlich aufgrund der Fliehkraft straight nach außen stehen. Und ja, schalten wir die mal aus. Auch mit dem typischen Druck auf dem Knopf hier. Ja, einklappen muss ich gerade überlegen. Dazu muss man dann die Flügel zusammenklappen. Dann die Arme, die Propeller einklappen und dann die Arme anlegen. So die Reihenfolge. Muss ich mir auch noch merken. Ja, man würde jetzt den Gimbalschutz anlegen. Wo habe ich den hingepfeffert eben? Da ist er. Die sieht aus wie so eine Taucherglocke. Und den klemmt man dann hier mit ein bisschen Übung. Das habe ich zu Hause auch schon mal geübt. Eben hier drunter. So rum. Und dann ist das Gimbal eben fixiert. Das Gimbal ist ja mit das wichtigste Teil an einer solchen Drohne, finde ich. Wenn man eben Bilder machen will. Es gibt natürlich auch Leute, die wollen nur fliegen und Spaß mit dem Gerät haben. Aber zum Filmen ist dieses Gimbal unerlässlich. Und ihr seht das hier. Das ist eine sehr ganz feine Mechanik. Ich kann die nochmal einschalten, die Drohne. Ich denke, die Flügel können auch eingeklappt bleiben. So, und jetzt seht ihr hier das Gimbal. Wenn ich die Drohne bewege, dann bleibt das Gimbal immer gleich ausgerichtet, ob ich nach links oder rechts drehe. Das geht eben über bürstenlose Motoren, die mittels Fliehkraft oder wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber ihr seht, in allen Achsen bleibt die Kameralinse immer nach vorne ausgerichtet. Und ja, Leute, sowas hat natürlich seinen Preis. Genau, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns im Vergleich nochmal die DJI Mavic Air 1 an. Das ist die Drohne hier, meine erste. Also, was auf jeden Fall als erstes auffällt, ist, dass die Mavic Air 2 deutlich größer ist. Das liegt an den längeren Auslegern der Flügel. Dennoch ist sie vom Grundmaß her, ja, ist sie genauso groß wie die Mavic Air. Ja, vielleicht einen halben Zentimeter länger. Und dafür ist sie aber einiges höher, weil der Akku größer ist, dementsprechend eine größere Kapazität hat. Und also der Abschied von der Mavic Air 1 wird mir dennoch sehr schwer fallen. Ein Hauptgrund ist eben, dass sie extrem flach ist, wie ihr seht. Das ist einfach wenig. Und eben dieses Case hier, was dabei ist. Da packt man die rein. Reißverschluss zu, zack und fertig und kann hier hinten sogar noch das Handy reinstecken. Und so, man kann die Drohne auch nur mit dem Handy fliegen, werdet ihr schon einsatzbereit. Das könnt ihr euch hier sogar in die Hose, in die Seite stecken und ihr seid immer flugbereit. Wenn ihr natürlich größere Reichweiten haben wollt, dann ist diese Fernsteuerung unerlässlich. Da hat DJI jetzt im Vergleich zur Mavic Air 2 deutlich, ich will nicht sagen nachgebessert, sondern verändert. Aber auch hier stecken erstmal die Bedienhebelchen unter diesem Gummi drin. Die schraubt man auch einfach hier rein. Und ja, das ist ein bisschen fummeliger. Da wird man dann hier, da ist entsprechend der Anschlussstecker, USB-C in dem Fall, würde man hier reinstecken und das Handy dann hier mit diesen Klammern festklemmen. Und das dient dann gleichzeitig auch, um die Steuerung gut halten zu können. Die liegt so gut in der Hand. Und hier haben die Antennen auch wirklich eine Funktion. Da ist entsprechend ein Draht drin, von dem die elektromagnetischen Wellen ausgestrahlt werden. Darüber könnte man dann noch einen Signalbooster stecken. Den habe ich jetzt leider nicht mitgebracht. Und diese Möglichkeit fehlt, soweit ich weiß. Ich bin noch nicht ganz eingearbeitet in die neue Drohne. Aber die Mavic Air 2 scheint das nicht zu haben. Ob diese beiden Metallstäbe jetzt nur der Halterung dienen oder auch die Antenne sind, ich weiß es nicht. So. Und genau, bei der Mavic Air 2 wird mitgeliefert diese monstermäßige Tasche. Also Leute, damit kann ich auf meinen Wanderungen überhaupt nichts anfangen. Viel zu groß, viel zu klobig. Also habe ich mir von einem anderen Hersteller eine Tasche bestellt, die ähnliches, also ja, so eine ähnliche Tasche wie für die Mavic Air. Die ist halt entsprechend ein bisschen höher und da kommt dann nur die Drohne rein und Schluss. Fernsteuerung kommt dann auch so in den Rucksack rein auf meinen Wanderungen. So, jetzt gerade noch hier zum Akku von der Mavic Air, das Lämpchen, wo ich eben von gesprochen habe. Da hat man halt hier, wenn man hier auf den Akku drauf drückt, direkt daneben diese vier Kontrollleuchten. Und da weiß man über den Zustand des Akkus Bescheid. Während die hingegen bei der Mavic Air 2 in dem Knopf integriert sind. Man kann ihn zwar drücken, ja, und sieht dann direkt hier auch, okay,
drei Lampen leuchten, eine blinkt, das heißt, sie ist bei irgendwas bei 95% oder so, ne? Aber dafür muss man den Finger halt wegnehmen. So, genau, also vom Flugverhalten ist die Mavic Air 1 eben aufgrund der geringeren Rotorfläche und kleineren Abmaße etwas empfindlicher gegen Wind. Und sie ist natürlich auch entsprechend höherer Drehzahlen, klingt sie wirklich wie so ein Schwarm Bienen. Ne, und die Mavic Air 2, die ich eben gehört habe, die ist schon, also die hört man auch nicht ganz so doll, weil die Frequenz eben deutlich niedriger ist. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ne? Je höher die Frequenz, desto leichter ist sie zu hören und je niedriger ist es, desto weniger. Ihr wisst, was ich meine. Genau, jetzt würden wir die mal starten hier. Hier ist auch noch dieser Gimbal-Schutz dran. Die hat auch ein Gimbal, natürlich auch ein kleineres. Und das stößt natürlich bei starken Winden schnell an seine Grenzen, dass es eben nicht mehr schafft, entsprechend Windstöße auszugleichen. Das sieht man dann in der Aufnahme, dass es dann eben verwackelt. Dieses Ausgleichverhalten ist bei der Mavic Air 2 eben deutlich größer, weil das Gimbal größer ist, mehr Laufweg hat. Genau, jetzt schalten wir die mal ein. Zack. Fernsteuerung. Genau, die hat auch schon einige Crashs hinter sich. Ne? Man sagt ja auch nicht umsonst, Drohnen haben 7 Leben. Beim letzten Crash auf Mallorca ist ja ein Landefüßchen abgebrochen. Ich habe es bisher nicht geschafft, ein neues zu bestellen. Aber sie fliegt damit trotzdem wunderbar. So, hier die fliegt man halt über die DJI Go 4 App. Die finde ich persönlich um ein Vielfaches ansprechender als die DJI Fly App. Ne? Die Fly App, die sieht so, ja, die ist nicht bunt, da sind keine Farben drin, das sieht einfach traurig aus, finde ich. So, und das ist so eine Krankheit von der Mavic Air. Ständig muss man hier diesen dämlichen Kompass kalibrieren. Dann kriegt man hier die Anweisung, dass man die erst so drehen muss. Und dann switcht das um, dass man sie so drehen muss. So, Kalibrierung abgeschlossen. Mal gespannt, wie sich das bei der Mavic Air 2 entwickelt. So, jetzt starte ich die auch immer manuell, indem ich hier beide Hebel nach innen drücke. Ja, das ist jetzt gut soweit. Okay, jetzt starten wir die mal im Normalmodus. So. Ja, und ihr hört schon von der Frequenz her viel, viel höher im Ton. Aber sie fliegt auch sehr giftig und ist extrem schnell in ihren Reaktionen. Das habe ich immer sehr gemocht an dieser Drohne. Ne, ihr seht, wie schnell wir hier auch an Höhe gewinnen. Das können wir mal. Aber wir kommen noch mal runter und rasen mal über die Wiese hier. Es gibt auch immer schöne Bilder. Ne? Und dann werdet ihr aber gleich sehen, wenn ich dann in die Höchstgeschwindigkeit gehe, wie eben das Gimbal es nicht mehr schafft, diese Neigung auszugleichen und das Bild nach unten kippt. Das wird bei der Mavic Air 2 wahrscheinlich, beziehungsweise hoffentlich anders sein. So, wenn ich jetzt mal Gas gebe. Da habt ihr gesehen, wie das dann umknickt. Ne? Dann habe ich jetzt keine Chance, außer durch einen Steigflug eben den Winkel halbwegs so hinzukriegen, dass man was sehen kann. Ne, weil die Drohne einfach zu steil nach vorne geneigt ist, damit sie eben die Maximalgeschwindigkeit aufbauen kann. So, ja, sehr schöne Aufnahmen. Sie kann grundsätzlich auch alles das, was die Mavic Air 2 kann, dieses automatische Umkreisen. Und auch wenn ich hier die Steuerung ausschalte, wird sie einfach halt zurück zum Startort fliegen. Das können wir jetzt auch mal machen. Ich bin jetzt etwa 170 Meter noch weg, gehe in den Sinkflug, bin jetzt bei 50 Meter Höhe etwa. So, da ist sie jetzt. Ich schalte die Steuerung mal aus. Ja. Ich nehme euch jetzt mal in die Hand mit der Kamera. Lass das hier alles laufen wie so ein Stream. So, dann gucken wir mal, ob wir die Drohne rankriegen hier. Da oben ist sie. Oh, schwierig. Da ist sie, okay. Deshalb macht die alles schon automatisch. Da haben wir sie, okay. Ja, sie positioniert sich jetzt und geht halt automatisch in den Sinkflug über. So, nur hoffen. Oh, da ist die Fernsteuerung wieder im Weg. Ich muss mal das Stativ hier auf Seite räumen. Die Drohne kommt. Die wird wahrscheinlich hier wieder auf dem Karton landen wollen.
machen wir hier ein bisschen Platz. Und da kommt sie. Gut, von einer Landung kann jetzt nicht die Rede sein. Das ist auch das erste Mal, dass ich das überhaupt mache mit der Drohne. Absichtlich die Steuerung ausschalten. Aber ihr seht, sie kommt auf jeden Fall zum Lande, zum Startplatz zurück. Jetzt landet sie doch. Ah. Ja, auch hier hat sie gerade ein bisschen den Rasen gemäht. Ne? Aber läuft, fantastisch. So, das soll es dann auch mit diesem kurzen Produktvideo hier gewesen sein. Also ich merke, dass mir solche Produktvideos doch sehr schwer fallen und dass mir Wandervideos deutlich leichter von der Hand gehen. Dennoch hoffe ich, dass ihr etwas aus diesem Video mitnehmen konntet. Denn ich habe ja hier lange nicht alle Details gezeigt, sondern nur das Wichtigste, nämlich das Flugverhalten. Und über die Akkulaufzeit konnte ich bisher auch noch nicht wirklich was sagen. Aber sie scheint deutlich länger zu sein als bei der Mavic Air. Und somit kommt man dann mit 3 Akkus in diesem Combo-Pack auf jeden Fall doch sehr lange hin. Und meine kommenden Wanderungen werden zeigen, wie gut diese Drohne diese Wanderung unterstützen kann. Ich bin sehr gespannt. Ja, und dann nochmal hier der Hinweis. Wir haben es ja eben gesehen, mit so einer Drecksbillig-Drohne, da könnt ihr wirklich andere Leute in Gefahr bringen und auch für Sachschäden sorgen, wenn die Steuerung einfach abreißt und die Drohne macht, was sie will. Also unmöglich sowas. Und wir haben auch gesehen, dass eben die Drohnen von DJI sowas eben nicht machen. Und da kann ich nur noch mal sagen, Leute, guckt nicht auf den Euro, wenn ihr euch eine Drohne kauft. Ich persönlich spreche mich hier primär für DJI aus. Andere Hersteller außer diesem Drecksmüll da kenne ich überhaupt nicht. Und bisher, das ist meine 3. Drohne von DJI und ich wurde niemals enttäuscht. Ne, die gehen automatisch in den Sinkflug, kommen zurück und so soll das auch sein. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Wanderung mit fantastischen Drohnenaufnahmen.